Herzlich willkommen zu einem neuen Titel auf dem YouTube-Kanal Formel 1 Manager 22. Mein Name ist Starbuck und ich werde in dieser neuen Serie die Rolle eines Teamchefs innehaben und ein komplettes Formel 1 Team führen und hoffentlich zum Titel führen. Ich bin sehr gespannt auf das neue Spiel hier. Ich habe noch nicht mehr gesehen als diesen Bildschirm und ich würde sagen, wir starten direkt in die neue Karriere. Auf geht's, ab geht's. Mercedes kehrte 2010 in die F1 zurück und gewann seit 2014 nacheinander jede einzelne Konstrukteursmeisterschaft. Sieht das Hammer hart aus. Der Hamilton konnte das Team erneut den Konstrukteurstitel erringen, hatte in der Fahrerweltmeisterschaft jedoch knapp das Nachsehen und landete auf Rang 2. Auch 2022 zählt für Mercedes nur die absolute Dominanz im Wettbewerb. Entscheiden wird jetzt im ersten Part oder generell auch jetzt erstmal, als welches Team werde ich starten. Man könnte jetzt an meiner Kleidung, Merch und meiner aktuellen Fan, wovon ich bin, Red Bull annehmen, aber ich werde nicht als Red Bull das hier bestreiten. Ich würde gerne einen kleinen Ausschweif in meine Vergangenheit machen, euch erklären, welche Fan ich war, von welchem Team und warum. Und ihr könnt euch für euch das auch mal überlegen. Seit wann seid ihr denn Fan und warum? Und würde mich sehr brennend interessieren. Schreibt es mir unten in die Kommentare, welches Team seid ihr Fan, unterstützt es und warum? Denn da gibt es verschiedene Perspektiven und ich bin sehr gespannt über eure. Bei mir hat es angefangen als Jugendlicher, Schumi-Zeit, Michael Schumacher, Dominanz, WM-Titel nach WM-Titel in Ferrari. Das heißt, ich bin mit deutschem Fahrer und Ferrari-Fan war ich voll am Start und das jahrelang. Also ich bin als Ferrari-Fan wahrscheinlich eingestiegen, als er sich dann zur Ruhe gesetzt hat und der nächste, ich so, okay, bleibe ich jetzt bei Ferrari, bin ich ein Team-Unterstützer oder ein Fahrer-Unterstützer mehr? Und für mich war es immer der deutsche Fahrer irgendwie so das Besondere, den ich dann anfeuere. Und der nächste, der dann extrem erfolgreich wurde, ja, Nico Rosberg mit einem Titel, aber nein, es war Sebastian Vettel im Red Bull. Neues Team, hammerhart und bin seitdem auch Red Bull-Fan geblieben. Ist klar, Vettel hat dann nach den 4 Red Bull WM-Titeln nochmal Ferrari probiert. Das hat ihm leider keinen Titel gebracht. Sehr, sehr schade drum. Und als er dann irgendwann dann umgeschwenkt hat, jetzt nochmal zu Aston Martin, das war mir dann zu viel, damit konnte ich mich nicht identifizieren. Aktuell wird er auch die letzte Saison fahren, das macht mich sehr traurig. Und Mick Schumacher, ja klar, super, unterstütze ich, prima, aber nicht das Team Haas, damit kann ich mich nicht identifizieren. Also bin ich momentan noch bei Red Bull hängen geblieben und mal schauen, was die Zukunft bringt, aber ursprünglich Ferrari. Und deswegen werden wir auch als Ferrari hier reinstarten. Ferrari sind seit dem Beginn der Weltmeisterschaft 1950 fester Bestandteil der F1. Noch immer hält das Team den Rekord für die meisten Titel. Hammer. 2021 hatte das Team eine passable Saison und konnte den 3. Rang in der Konstrukteursmeisterschaft belegen. Bei Ferrari zählt in der F1 nur der Sieg. Mit einem guten Management über die Saison 2022 hinaus sind regelmäßige Podiumsplatzierungen definitiv zu erwarten. Wenn alles gut läuft, werden sie im Laufe der Saison um den Sieg mitfahren können. Das wird mein Ziel sein. Ich möchte Ferrari für dieses Jahr hier zum Titel führen. Fahrertitel und natürlich auch die Konstrukteursmeisterschaft gewinnen. Das wird mein Ziel sein. Denn es tut mir wirklich in der Seele weh, in der echten Formel 1 Ferrari so zu sehen. Dominante Anfang der Saison, ein super Auto, tolle zwei super Fahrer. Und dann macht halt das Auto irgendwann mal schlapp und geht kaputt oder die Strategie ist unterirdisch. Und das Rennen für Rennen. Also es tut mir wirklich, wirklich leh. Und das möchte ich hier jetzt ändern. Also die Clownshow. Der Zirkus ist vorbei, ab jetzt läuft's anders. Mit mir als Teamchef, Team Ferrari, werde ich zum Titel führen und mal schauen, ob ich beide Fahrer behalten werde oder vielleicht den Mick Schumacher auch in Ferrari reinbekommen würde. Das wäre Nostalgie. Der Sohn tritt in die Fußstapfen des Vaters. Ist kein Muss, aber vielleicht werden wir das im Verlaufe des Let's Plays hier von dem Formel 1 Manager erleben. Soweit mein Plan. Ihr wisst Bescheid.
Schreibt unten in die Kommentare, was euer Favorite Team ist, wofür ihr leidenschaftlich anfeuert und vor allem warum. Was hat euch dazu bewegt? Damals, heute, was auch immer. Schreibt es gerne rein, würde mich brennend interessieren. Lese ich alles durch und gehe drauf ein. Wir starten jetzt erstmal unser Spielstand, unsere neue Karriere mit Team Ferrari. Auf geht's! Du kannst auch nach neuen Fahrern suchen, um sicherzustellen, dass wir das bestmögliche Fahrerpaar haben. Ja, super. Neue Fahrer. Scoute Fahrer. Suche nach neuen Fahrern. Ach du Scheiße, das geht bis Formel 3 zurück. Hammer. David Schumacher ist noch geführt. Hammer. Ja, dann gucken wir mal. Ist Mick hier dann dabei? Bestimmt. Hülkenberg. Nee, hier, Mick. Geduld für Verhandlungen sehr hoch. Verhandlungsverhalten offen für Verhandlungen. Jo, wir machen mal ein detailliertes Scouting. Detailliertes Scouting. Verfügbare Scouts 3. Zeit für Fertigstellung 30 Tage. Auf geht's. Mal gucken, was er will. Nice, ob wir direkt Schumacher uns holen können. Das wäre echt nice. Fahrer vergleichen. Achso, man kann seine Stats hier nicht sehen. Nur das Gesamtding. Es gibt 3 verschiedene Arten von Projekten, an denen das Ingenieurteam arbeiten kann. Wir können ein neues Autoteil für die Verwendung in dieser Saison entwerfen, Kopien bestehender Entwürfe herstellen oder Forschung betreiben, um das Know-how für die nächste Saison auszubauen. Möchtest du jetzt wirklich ein neues Projekt beginnen? Ja. Entwerfen, anfertigen. Ja, Duplikate brauchen wir nicht. Wir haben ja noch alles voll wahrscheinlich. Okay, du möchtest mit einem Entwurfsprojekt anfangen. Ich denke mal, das Entwickeln dauert. Also würde ich irgendwas entwickeln fürs nächste Rennen. Mit hohen Endgeschwindigkeiten. Aber ich muss erstmal gucken, wie lange das dauern würde, das zu entwickeln. Dann machen wir mal Unterboden. Bleibendes Geld. Wir haben 27,5 Millionen und geben jetzt fast 1 Million aus für einen besseren Unterboden. Bestätigen. Erste Mille geht raus. Alter, so schnell geht das Geld weg. Piu. Gute Arbeit. Suche nach neuem Personal. Wir gucken mal, was der niedrigste Wert hier ist. 81, würde ich sagen. Das ist der schlechteste. Dann suchen wir mal nach einem neuen technischen Leiter und gucken, wie das so ist. Wir hatten einen besseren. Ja gut, den von Red Bull. Ja moin. Also ich denke, wir sind schon sehr gut dabei. Kann man den jetzt abwerben oder so? Offen für Verhandlungen. Das lassen wir nochmal. Ich will die Leute noch nicht instant austauschen. Gucken wir erstmal. Können wir später machen im anderen Part. Windkanal. Kann man den upgraden? Modernisieren. Hat schon den maximalen. Upgraden. 12 Millionen. Das wäre mein. Das halbe Geld wäre auf einmal weg, wenn ich nur den Windkanal aktualisiere. Was zur Hölle? 8 Millionen. Okay, also hier ist richtig teuer. Richtig teuer. Verständlicherweise. Ja, ich würde sagen, Windkanal all in gleich. Sieht man hier rechts, monatliche Instandhaltung kostet auch viel, viel mehr. Auf geht's. 75 Tage. Zack. Und nochmal 12 Mille weg. Noch vor dem ersten Rennen bin ich blank bankrott. Würde ich sagen. Wir haben Upgrade. Wir haben Mick Schumacher gescoutet. Wir haben ein neues Teil entwickelt. Da könnten wir noch ein zweites machen, weil wir genug Leute haben. 100.000 ist nichts. 100.000 sind Peanuts. Gut, also 2 Sachen werden modernisiert, neue Teile. Ein Fahrer wird gescoutet und wir bauen einen neuen Windtunnel. Dann würde ich sagen, auf geht's zum ersten Rennwochenende. Fortfahren.
Anfrage für Party genehmigen. 10.000. Moral des Fahrers heben, Moral des Personals heben. Alter, 10.000 ist ein Haufen Geld, klar, aber aus der Millionengeschäft sind das eher Peanuts. Auf geht's. Vorsaison. Ich denke, das ist eine gute Entscheidung. Du kannst auch Ziele hinzufügen und unseren Sponsoren Garantien anbieten. Das ist riskant, da uns ein möglicher finanzieller Verlust droht, wenn wir sie nicht erfüllen. Aber falls wir es durchziehen, erhalten wir eine viel größere Belohnung. Belohnung? Okay. Wenn du für dieses Wochenende eine Garantie anbieten... Ja, wir schauen uns mal die Garantien an. Also, das sind die Standarddinger. Anreize. Anzahl der Fahrer. Qualifying-Platzierung 2. Und Zweiter müssen wir werden. Gut. Dann haben wir noch hier. Erreiche Q3, erreiche Q2. Ja, also im Ferrari erwarte ich schon, dass wir Q3 erreichen. Das klingt nach etwas, das wir ohne allzu große Schwierigkeiten erreichen können. Wenn wir bereit sind, können wir loslegen. Ich bin sowas von bereit. Auf geht's zum ersten Rennen Bahrain 2022. Willkommen auf dem F1 Archipel. Bahrain mag vielleicht klein sein, aber auf den Tribünen herrscht gerade riesige Stimmung. So oder so, es ist Zeit für ein weiteres fantastisches Grand Prix Rennwochenende. Der Bahrain International Circuit ist eine anspruchsvolle Strecke. In den engen Kurven müssen die Autos weit runterschalten. Da bergab gebremst werden muss, könnten die Räder blockieren. Dieses Risiko müssen die Fahrer in den Griff bekommen. Konzentration und Balance sind hier für den Sieg nötig. Die Saison hat gerade erst begonnen. Aber das bedeutet nicht, dass man sich zurücklehnen und entspannen kann. Alles steht auf dem Ihr Spiel. Könnt euch entspannen. Nichts ist in dieser Phase sicher. Legen wir los! Da es dein erstes Rennwochenende ist, solltest du das Team die Trainingssessions leiten lassen. Okay. Dann übernimmt das Team das. Also man kann Qualifying auch übergeben, aber man kann es auch selber machen. Nee, auf jeden Fall selber Unsere machen. Unsere Fahrer müssen ihre schnellstmöglichen Rundenzeiten erzielen, damit wir in die nächste Qualifying-Runde einziehen können. Nein, ich will noch nicht raus. Sollen erstmal die Langsamen raus. Aber I guess im Tutorial ist das wichtig. And radio check when you can. Radio check, okay. Mua, die Original-Sounds von den Fahrern und so. Ja. Ja, dann Sainz auch direkt raus. So, wir schauen uns Leclerc auf seiner schnellen Runde an. Okay. Und wird er erstmal schön vom Erklären geblockt in seiner schnellen Runde. Soll die Kacke! Weg da! Ich bin auf meiner Quali-Runde! Ja, jetzt machst du Platz! Sainz auch. Und keine gute erste Runde. I am Speed! Jetzt blockiert uns der Haas. Das ist furchtbar. Wie willst du denn so eine schnelle Runde machen? Just look after these tires. Copy. Die Reifen sind jetzt schon heiß. Jo, die sind echt heiß. Noch einer im Weg. Fast. Ja, rein mit euch. Wie gesagt, die Zeiten waren unterirdisch, weil wir übelst blockiert wurden. So, wir machen auch noch Sainz. Sainz auch die alten. Q2 und 3 kriegen sie neue Reifen, aber nicht in zwei Sätze in Q1. Können sie sowas von knicken. Ganz knapp hinter Verstappen, Platz 2 und 3. Aber so ist es. Auf geht's zum Rennen. Zeit für letzte Handgriffe in der Startaufstellung, bevor das Rennen beginnt. Wir haben ein solides Qualifying von Ferrari gesehen und das Team wird dieses gute Ergebnis im Rennen sicherlich weiter verbessern wollen. Die tolle Leistung von Red Bull im Qualifying war die Fahrer sind so gut animiert, holy shit. Die Fahrer werden sich jetzt gut auf das Rennen vorbereiten und versuchen, daraus Kapital zu schlagen. Ein wunderschöner, wolkenloser Himmel an diesem Abend. Ein Problem weniger für die Teams. Selbstverständlich können wir dennoch nicht sagen, wie sich dieses Rennen wohl entwickeln wird. Und die Teams werden viel auszuhalten haben. Werden die Fahrer und ihre Autos in der Lage sein, dem Druck standzuhalten? Finden wir es heraus beim großen Preis von Bahrain.
Wenn du meinst, dass ein anderer Zugang funktionieren könnte, kannst du jede der Teamstrategien ändern oder sogar eine ganz neue festlegen. Wir können... So, wir bearbeiten mal die letzte. Gut, so machen wir das für ihn. Gut. Beide haben unterschiedlich leicht. Unterschiedlich. Startposition 2, 3, beide auf Rot, Vollangriff. Rennen, starten, auf geht's. Heute Abend sieht es nach klarem Himmel aus und die Fahrer haben ihre Startplätze eingenommen. Und da ist Charles Leclerc. Nach einer beeindruckenden Leistung im Qualifying gibt es heute einen Start gleich hinter der Pole. Und weiter hinten steht Sainz. Es ist der dritte Platz, verlockend nah an der Pole. Hat sich all die harte Arbeit gelohnt? Voll Angriff auf Verstappen. Jetzt geht's los mit dem großen Preis von Bahrain. Auf geht's, ab geht's, oh mein Gott. Go Ferrari. Die Ampel ist aus und los geht's. DRS enable. So we need to push. Und er zieht vorbei. Copy. You are doing a good job. Good job, Leclerc. Verteidigungsmodus. So, go Sainz. Leclerc, halt den auf, du ziehst vorbei. Push, push, push. Start und Ziel der DRS-Zone ist your Gebiet. Sehr gut. Nur den Windschatten. Ja, geht doch. At the moment we are the fastest car on track. Copy. Fuck. Sie vorbei. Jemand geriet ins Schleudern. No DRS, no DRS, please. Sehen wir es uns an. Sehen wir nochmal hin. Da haben wir Joe. Der Wagen gerät ins Schleudern. Was für eine Katastrophe. Okay, er fährt aber noch. Oh, Ferrari hat gerade einen Platz aufgeholt. Ja, Leclerc überholt Verstappen. So, Sainz muss weiter pushen. So, jetzt hier neutral. Batterie sparen. Charles Button on. Okay. Aber down muss ich noch absetzen. Ja. Ein Charles Button on. Ja, okay. Ja, nee, Leclerc muss wieder pushen, ey, das geht nicht. Okay. Oh shit, Leclerc. Ich wirst du jetzt nicht geschluckt vom. Nope. Oh, doch. Red Bull ist weiter vorne. Auf geht's. Hinterher. Red Bull hat einen Platz gewonnen. Box. Und schon ist Leclerc. Okay, copy. Und schon. You're doing really well, Carlos.
Sehr gut. Ferrari rückt um eine Position vor. So, Leclerc war drin. Er soll jetzt die Nase noch aufholen. Charles Button on. Okay. Just look after these tires. Copy. Yeah, in the pit lane. We should slow down. Kann man den nicht vorbei, soll er Energiesparmodus machen. And charge button on. Charge button on. Copy. Slow down. Copy. Yes, you are doing a good job. Keep doing the same procedure. So, Leclerc hat zwei Positionen gut gemacht. Die holen jetzt Batterie. Aufladen. And charge button off. Charge button off. Ja, copy. So, go Leclerc vorbei. Ah, oh, da kommt Verstappen. Charge button off. Copy, copy. Leclerc kann mal angreifen. Sauber. Bisschen sich absetzen. Das macht Sainz. Und Sainz das gleiche gleich. You are doing a good job. Continue like this. Auf geht's. I think you were very strong out there. So, Sainz muss ich noch ein bisschen absetzen. Oh, Ferrari hat gerade einen Platz aufgeholt. At the moment we are the fastest car on track. Copy. And Perez just pitted now. And Gasly just pitted now. And big lift off. Okay. Gut. Beide Platz 1 und 2. Auf geht's. Da schleudert jemand! Alonso dreht sich. Sehen wir uns das mal an. Aufgepasst, da ist der Wagen von Alonso. Sieh sich das einer an! Der Wagen gerät in Schleudern! Okay. So, wer ist jetzt vorne? Soll mal Leclerc zuerst boxen? Boxenstopp. And box now, box. Soll mal alles rausholen. Aus den Reifen. So we need to push for these laps. Copy. Sainz kann auch schon was rausholen, was er will. Head down. All good. So, schauen wir uns Leclerc an, der jetzt in die Box gleich geht. Bevor wir auf die ganzen Überrundungen da anlaufen. So, muss alles gut gehen, bitte. Sauber.
2,6 Stoppzeit. So, Science Loop ist dran. Auch frische Mediums. So, Leclerc, jetzt bitte volle Kanne rauspushen. Komm vor Perez raus. Perfekt. So, Reifen. Aggressiv reicht. Batterie. Raus damit. Pushen, pushen. So, Sainz kommt jetzt rein. Vor dem ganzen Pulk da. Verliert jetzt die Position gegen Verstappen, das ist okay. Aber der muss die ganzen Überrundeten da dran. So, komm schon Sainz, guter Stopp brauchen wir. Neutral jetzt für Leclerc. Auch gut. Raus mit dir. Müsstest hinter Leclerc rauskommen. Yep. So, aggressiv. Slow down now. Neutral. Yep. Gut. Jetzt müssen wir durchfahren. Außerhalb des DRS-Fensters. Okay, er sollte jetzt neutral fahren. Entschärft wird dann off. Ja, gut. Damit Verstappen nicht ins Pitwindow, ins DRS-Fenster kommt. Genau. Und Sainz kann sich jetzt ziehen lassen und dabei die Batterie schonen. Mit Windschatten. Das werden wir auch, wenn die Batterie voll ist. Rechts unten, dann sage ich ihm Angriff. Schafft sogar ohne schon. Ferrari rückt um eine Position vor. So, ich würde ihm jetzt sagen, einsetzen, damit er sich absetzen kann. Soweit der Plan. Kann auch ein bisschen aggressiv fahren. Head down. Ja. So, was machen die Abstände? Die Reifen sehen gut aus. 90 auf 80. Kann Leclerc auch aggressiv fahren. And we need to push for these laps. You're doing a good job. Sprit sieht auch bei beiden gut aus. So, Vollmodus Sainz. Muss ich jetzt absetzen an Verstappen. Hier muss über eine Sekunde kommen, bitte. Ja, sieht gut aus. Wir werden aber noch weitermachen. Noch was Verstappen im Fenster. Ferrari, der eine Ferrari zieht den anderen Ferrari. Oh, und Verstappen kann nicht mehr mithalten. DRS is disabled. DRS disabled. You're good. So, die können sich jetzt gegenseitig Windschatten geben und betteln. Da will ich auch nicht mehr interferieren. Beide haben beste Voraussetzungen. Und wir werden das Ganze jetzt ein bisschen vorspulen und gucken. Oh! Haben da die Räder blockiert? Oh Gott sei Dank. Ich habe gedacht, das war einer von uns. Da ist der Dreher. Shit, wir haben uns gedreht. Achtung, da ist Leclerc. No, Leclerc. Was für ein Dreher. Shit. Sieh mal einer an. Ein Ausritt. Verstappen ist jetzt super nah dran, Leclerc.
Voll Power. So, deployed, deployed. Copy. Weg da, du musst weg da. No lift off needed. You are doing a good job. Okay. So, wir müssen uns jetzt auf Leclerc konzentrieren, der im Bredouille von Verstappen ist. So eine Scheiße, dreht er sich weg. Charge off. Okay. Muss ich wieder absetzen, komm schon. Fahr alles raus, eine Sekunde müssen wir rausfahren. Oh, irgendwas passiert. Achso, die Ferrari sind aneinander dran. Hat Leclerc noch rausgefahren, Wahnsinn. 3 more laps. Dann wird's nochmal spannend zwischen den Ferrari und Herrn Motor. So, wir schauen uns Last Lap an aus der Sicht des hinteren Ferraris. Wer wird sich die Pole holen? Den ersten Sieg in Bahrain? Leclerc oder Sainz? Dank meiner großartigen strategischen Leistung und Fahrermanagement haben wir einen Doppelsieg. Aber ich überlasse es jetzt den Fahrern hier. Sainz darf hier nochmal alles einsetzen. Leclerc natürlich auch. Go for it. Reifen da wir Standard bitte. Aber Batterie ballert noch Batterie raus. Auf geht's. Gönnt euch, Boys. Der S von Sainz. Und er zieht vorbei. Und wir gehen aus der Leclerc-Sicht. Kann er noch zurückholen? Batterie ist leider fast leer. Und die von Sainz noch voll genug. Ich glaube, das wird ein Sieg für Sainz. Just a reminder on garage. Batterie ist leer. Okay. Schade. Können wir nichts mehr machen. Das heißt, Leclerc wird Zweiter. Sainz holt sich den ersten Sieg. Und Doppelsieg für Giuderia Ferrari. Ich bin sehr stolz auf meine Leistung. Das lief sehr geschmeidig. Sowas von. Was für ein fantastisches Ergebnis für Carlos Sainz. Dein erster Sieg? Bei mir schon im ersten Rennen. Glückwunsch an die beiden Fahrer, habt das ganz toll gemacht. Strategie. Noch nie hat ein Team musste ein bisschen tricksen so und die Teamkollegen sich gegenseitig ziehen lassen, pushen lassen, damit sie gegen Max Verstappen bestehen können. Oh. Leclerc war voll traurig eben im Blick. Und damit bleibt der Name Sainz in die Geschichte der F1 gemeißelt. Juhu. Diese Fahrer nehmen ihre Pokale und eine ordentliche Anzahl an Punkten für ihre Teams mit nach Hause. Und Ferrari wird von diesem Ergebnis nicht allzu sehr enttäuscht sein. Man kann sehen, dass es im Team momentan so richtig glatt läuft. Die Leistung an diesem Wochenende hatte Hand und Fuß. Hand und Fuß. Hand. Nach einem intensiven Wochenende steht das Team ganz oben in der Konstrukteursmeisterschaft. Die Teams bereiten sich jetzt auf die nächste Runde vor, wo sie sich in den Sanddünen von Saudi-Arabien duellieren werden. Die Sanddünen von Saudi-Arabien. Nächster Part in Jeddah. Wir machen dann genau da weiter. Der erste Part ist ein bisschen extrem lang geworden. Das liegt daran, dass wir erstmal alles auskundschaften mussten und so weiter. Also keine Sorge, dass jeder Part so detailliert und ausführlich und umfangreich sein wird. Aber für den ersten Part fand ich das ganz passend, dass es ein bisschen länger ging. Also keine Sorge, dass jeder Part so lang gehen wird. Die nächsten werden dann natürlich immer schneller von mir gehandelt werden können und komprimierter zusammengeschnitten. Freut euch drauf. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen oben. Wer es noch nicht getan hat, subscribe den Kanal. Das ist umsonst und hilft mir ungemein auf YouTube zu wachsen. Vielen Dank dafür. Ich habe sehr viel Spaß an dem neuen Spiel Formel 1 Manager 22. Und wie gesagt, mein Ziel, Ferrari-Titel holen für beide Kategorien, Fahrer und Konstrukteure. Und mal schauen, ob wir Mick Schumacher irgendwann dann reinkriegen. Mal schauen, mal schauen. Freut euch drauf. Wir sehen uns im nächsten Part hoffentlich. Macht's schon gut. Bye, bye.